Wunderschönen guten Tag, meine lieben Herzen. Willkommen zu einer neuen Folge hier bei 3 vs. Wald. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, mit dem Manni, Günni und dem Baby. Hallo. So, pass auf, der Herr Schöberle. Wir müssen noch mal unten kurz an die Tankstelle rein. Wir müssen den Herrn Schöberle noch mitnehmen. Fahrt mal hier unten rechts an die Tankstelle. Wollen wir noch einen Sixer mitnehmen? Nee, wir nehmen keinen Sixer mit. Wir haben kein Geld. So, es kann ja wohl Spaß sein. Aber wir haben noch 191 und Sixer liegt bei 15. Und meine Lieben, wenn ihr Lust habt, schaut gerne im Shop vorbei. 3 vs. Waldmirsch ist am Start. Ja, könnt ihr gerne vorbeischauen. Link ist unten in der Videobeschreibung. Oder im Livestream einfach Ausrufezeichen Shop. Und lasst gerne einen Däumchen da, wird man uns sehr, sehr freuen. Ich weiß, es ist ein sehr, 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 sehr chaotisches Projekt, meine Lieben. Aber naja, das macht es halt nun mal aus. Ich glaube, es kommen auch ruhigere Zeiten und dann wieder chaotischere und dann wieder ruhigere und dann wieder chaotischere. Oh. Moment! Stopp! Herr Schnepperle! Herr Schnepperle! So, sag ich doch. Ist das ja. Ihr Fahrrad? Das ist meins. Wollt ihr es mitnehmen? Ja, wenn wir es kennen, wäre schon nicht schlecht. Ja, da fahrt es mal hier hinten drauf. Auf die Tieflader hinten am besten drauf. Ach, der soll es hier hinten auf den Drück. Komm mal her! Nee, warte, ich muss das. Ach nee. Also Baby, du hast immer eine große Klappe, gell? Aber könntest du es relativ wenig? Manni, wir können es auch hier drauf schmeißen. Wo? Kriegst du es da drauf? Ja. Sicher? Sicher. Ja, bin ich auch gespannt. Wie hier? Komm runter da. Aber warte mal, muss irgendwo einen Moment. Ja? So, jetzt. Aber pass auf, das ist mein einzig Stradlrutsch. So, und jetzt? Na, ist klar. Ja. Ich pack hier schon mal um. Ich pack schon mal um. So. Heißt es? Geht das? Ja, sicher. Oh, da fahrst du wieder drauf. Sieht gut aus. Gut. Passt. Du sag mal, Günther? Ja. Hast du von dem Baby mal was gehört? Bis jetzt noch nicht. Ich glaube, der ist beleidigt. Ey, Baby! Der hat den Kopfhörer auf. This will be. Was? This will be. Ey! Baby, fahr mal vorneweg zu dem Wald, dass wir den Herrn Schöpperle da rauslassen können. So, auf geht das, ja. Baby, vielleicht kannst du uns ja mal ein schönes Lied singen aus deiner Heimat oder sowas. Du kennst doch da immer was. Du hast doch immer. Ich will nicht singen! Du hast aber so bestimmt was Schönes auf Lager. Nein! Sicher? Ja! Ja, komm, Baby, du bist doch so ein guter Sänger. Ja, lebt denn der alte Baby noch, Baby noch, Baby noch? Oh! Ja, wie heißt du nochmal? Fritz Meineck, Anstall. Baby, ja, lebt denn der alte Baby noch? Gott, so Gott! Warum? Himmelswille! Geht's nicht gut, Mister? Nein! Halt's nicht fest! Ich glaub. Ich will raus! Lass mich raus! Geht's nicht gut? Rutsch da wieder runter. Ich fahr selber. Der Fahrer bleibt jetzt da drauf, der Drahtesel. Komm, schwing jetzt dich jetzt hier im Wagen und auf geht's. Ei. Dir geht schon gut, diese paar Schürfunden. Hab ich zweimal am Tag, passt. Ich kann nicht fassen, was ich gerade gesehen habe. Ich weiß auch nicht, Günther. Du weißt doch, wie es ist. Baby, das macht keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn. Weil die ist ja schon wieder abgehauen jetzt. Och nee, ey. Ja, Mann, ich wusste. Hab ich vergessen immer, dass das so ein Psychopath ist? Nee. Jo, was? Wir haben was vergessen, den Sixer. Du Idiot! Was ist denn mit dir los? Mann, ich hab den Sixer an dem Tag vergessen. Bist du noch besoffen oder was? Noch nicht. Mal ganz ehrlich jetzt. Warte eben! Junge! Ich glaube, mir geht's nicht mehr so gut. Ach, dir geht's gut, bleib doch mal sitzen. Ach nee! Wird er mir auch noch voll vor der Kamera? Du mal eben Sixer! Danke! So ein Blebbo! So,
So, hier, jetzt nimm dir erstmal eine Flasche, dann geht's dir gleich wieder besser. Baby! What then? Wir lassen den jetzt bei dir schön oben im Wald raus, ja? Mhm. Und dann hörst du auf, den zu ärgern. Berti! Baby, red nicht so mit mir. Ich bin dein Berater. Ja, du bist der Baumberater, oder? Boah. Ich bin überhaupt nicht der Baumberater. Und außerdem will ich eine Baumschule eröffnen. Und da wollte ich eigentlich dich einsetzen, aber das überlege ich mir nochmal. Ja, ich hab keinen Bock da. Oh, scheiße, Zug! Du hast, oh, scheiße, Zug! Oh, nein! Mist! Ey, was ist denn heute? Aua! Ey, Mario, geht's dir gut? Ah, nein! Nein! Hilfe! Hallo? Was soll denn das? Ey, Mario, man parkt nicht auf dem Zaun! Ich seh den Himmel! Bin ich tot? Nein, Manni! Ich seh den Himmel! Bin ich ein Engel? Ja, ich bin Flieg ein Engel. Flieg ich gerade in den Himmel? Hi, ich bin ein Engel. Wie geht's dir? Oh. Wie, du bist ich auch hier? Jetzt wieder bei dem Engel. Ich will nicht bei in den dem Himmel. Engel in Helle. Ich will nicht in den Himmel. Ich bin immer in die Hölle. Ich wusste es schon immer. Oh nee. Günther, lebe ich noch? Ja, so halb. Oh. Oh. Manni, was machst du denn da? Wie, was mach ich? Die Schranke hat mich eingegeilt. Wollen Sie bei mir mit vorne, Herr Schäberle? Ja, bitte. Ich kann nicht mehr aussteigen. Ja, was? Geh mal raus jetzt. Geht nicht. Was geht nicht? Ich kann nicht aussteigen. Geh raus. Es geht. Es geht nicht. Geh raus. Oh, Unfallaufnahme, oh, ich bin da. Ich komm. Oh, scheiße. So. Ich möchte das davon nicht schieben, bitte. Oh, nee. Ich kann nicht mehr. Da hat er schon wegen Delle drin. Oh, ich glaube, den müssen wir mal überprüfen lassen. Habt ihr gesehen? Aber das ist, ey, da muss ich mich mal bei der Stadt beschweren. Die Schranken waren kaum zu, war der Zug schon da. Da ist ja gar keine Zeit zu reagieren. Ich konnte nicht mehr aussteigen. Also, was hab ich schon euch erlebt? Moin, mit Absicht. Oh, Baby? Ja? Ich brauche mal was, ich brauche ein bisschen ein Lied zur Beruhigung. Ein Lied? Irgendwas, was mich beruhigt, Baby. Ich kann nicht mehr. Moment. In the light, in the time of my life, you never feel as before. And I swear, it's true. And all I want for you. Let it all be taken. Time of my life. Never. Hat der einen Schlaganfall like oder? Singt der? Swear. Günther. It's you. Ich weiß ja nicht. All here for you. Günther, ich hab das schon mal gesehen. Wenn Tiere angefahren werden, dann schießen die auch. Vielleicht ist der auch irgendwie beschrieben. Vielleicht ist der auch schon angefahren. Mein Flint ist in meinem Zelt. Oh, ein Superstar. Oh, ein Superstar. Da muss man wenig 16. Oh, aber so ist es. Da muss man überhaupt nicht bringen. Leckt du an der Plastik bei einer Hüten-Show. Oh, Martin Hose, jeder Depp. Schon sowieso der Hüten mit der G. Yo, mein, ist die Schee. Geht da, geht du nach, das du bist wieder nach. Nee, bist du geh. Yo, mein, ist die Schee. Geht da, geht du raus. Applaus, Applaus, Applaus. Und beruhigt. Ja, es geht wieder. Ich muss sagen, das war gar nicht schlecht, oder? Oh, pass auf. Hey, Schwammel. Da oben jetzt eine gute Stelle mit dem See. Oh, da hast du ein schönes Teil! Oh! Kommen Sie mal raus! Die Tiere klemmt. Jetzt. Ich will mal bei nicht. Ihnen auch? Gibt's doch gar nicht. Vielleicht springen Sie einfach mal rüber in das andere Fahrzeug. Ich glaube, das ist der Unfall. Ja, jetzt. Das war noch vom Ufer wahrscheinlich, ja.
Der ist auch der Zug reingehämmert, volle Bude. Hier oben! Da oben, Herr Schäppele. Schäppele. Schnäpperle. Schäpperle. Oh Gott, ey, das ist ja. Schnäpperle? Ja. Ja, kann ich mir gar nicht merken, den Namen. Oh, Schinkenspücke. Oh, schau her, dort ist eine Fläche und ein bisschen Bäume. Oh, hier ist ein schöner See. Dort der See, da oben hat ein kleines Flüssel. Oh, hier ist der Fluss. Flüssel. Gucken Sie mal, vielleicht hier in der Ecke hier so ein bisschen, ja? Da sind es ganz für sich, da ist keiner da. Erster ich, wenn ich mit fahren See gehe. Sogar. Ja, ich muss sagen. Süßwassersee. Ist schon schön, wenn ich da unten gehe. Das ist schon schön da. Gefällt dir das? Da drüber, da noch mit bitte. Ja, Schnäpperle. Ich hätte halt gerne einen Fluss. Du hast doch da einen kleinen Fluss, Alter. Was ist mit dir da? Und dann setzt dich, pass auf, da machst du so ein Schwimmreifen-Ding, setzt dich da rein, dann kannst du runterfahren. Das ist eine Wild, er stimmt mit den Schwimmreifen, eine Wildwasserbahn. Ja, einer nur noch. Oh, das ist geil. Da ich hätte gern einen schönen Fluss, wo ein richtig schönes Bädchen einstellen kann. Was willst du denn einstellen? Ja, ein Bädchen. Du kannst doch da auch beten in dem See da. Mit Beten, ein Bädchen würde ich dann auch gerne einstellen. Was ist denn das? Ist das eine Küche oder was? Was ist ein Bädchen? Keine Ahnung. Man könnte ja eigentlich schon auch normal reden, man kennt sie auch nicht. Ich verstehe den nicht, ich verstehe den nicht. So ein Segelbädle. Zum Segler. Eine Segelküche. Du meinst ein Boot. Sag ich doch. Ein Bädle. Ein Bädle, da tue ich Tomaten rein anpflanzen in ein Bädle. Oder Gurken. Ein Typ mit dem Fahrrad. Halt deine Schnauze da unten. Ey, du hältst die Schnauze, red nicht so mit mir. Ey. Ich komm da hoch. Ja, bring mal das Fahrrad mit. Das geht nicht! Ja, jetzt! Ah, jetzt! Ich hab's! Ja. Weil nicht so viel Salat essen, da schrumpft doch Bizeps! Ja, fahr doch mal eine Runde! Du magst ein Bötle, magst du haben, oder was? Steh mal hin, ja! Steh hin! Was? Steh hin! Ey, Schwammerle! Oh! Magst du ein Boot haben? Ey, was machst du für eine Figur zum Drahtesel hier? Ja? Das ist schön, gell? Vor allem, dass der stehst und der Reifen sich weiter mitdreht, ist super! Ja, der hat kein Allrad hier. Ich komm hier hoch! Ich finde das geil, dass das vorne antreibt. Wie machst du das? Ja. Wie machst du das? Die Kette vorne dran. Also. Ja, ja, freilich. Das ist mein einziger Stradlrutsch. Aufpassen, bitte. Ja, gut, also. Pass auf, Schwammerle, gib mir her. Schnäpperle, aber ja. Ja, da kannst du nicht laufen. Was machst du? Da hat eine schöne Strandrichtung für dich. Genau. Also, was ist das? Dann schöner Strand. Und dann kannst du mit dem Boot bauen und dann kannst du da reinstehen. Ich muss sagen, das wäre schon schön. Magst du ein Boot? Ich will ein Boot. Ein Bädchen. Ein Boot? Ja, ich muss da eins bauen. Da gibt es, glaube ich, ein Werft unten im Stadel drin. Herr Schnäpperle. Ja? Vielleicht können wir ja einen kleinen Deal machen. Was denn für einer? Na, sie. Warte mal, Baby, da unten gibt es eine Bootwerft oder was? Ja, das ist vom Schöschi. Vom Schösch? Von wem? Vom Schöschi. Schöschi! 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 Vom Schöschi! Ist das Französisch? Schöschi? Nein, der Schöschi! Schöschi, ach Schöschi! Ja! Vom Schöschi! Ja, okay. Internationale Bootswerft hat der da unten. Containerschiffe! Nee! Segelschiffe! Segelschiffe bei der unten! Schürschiffe! Alles! Was ist auf, Herr Schäberle? Schwimmerle! Der ja, Schwimmerle würde übrigens sehr gut auch passen. Der Schwimmerle, weil es ist ein Schwammerle. So, pass es auf. Herr Schnäpperle, ja. Schnäpperle. Ja. Und zwar folgendes. Mhm. Wir machen einen Deal. Und zwar. Aha. Sie. Deal or no deal. Deal or no deal, genau. Sie. War das Englisch? Ich kann kein Englisch. Naja, also entweder abgemacht oder nicht. So, Sie überlassen uns das Grundstück da unten, ohne weiter Terz zu machen. Und aha. Wir. Helfen ihnen dabei, ein Segelbötchen zu bauen. Unten in der Werft. Nö. Wie nö? Du meinst, ich tue ihnen jetzt so eine Nussschale da auskratzen oder was? Nee. Wie nö? Nö. Ja, naja, warum dreht ihr euch alle mit dem Rücken zu mir, Schäferle? Ich bin dafür. Gut, dann nicht. Na doch, der ist überstimmt. Hä? Günni, du bist überstimmt. Voll, das muss ich eine Nussschale häkeln oder wie das heißt. Ja, Hekel, vorher wird das Schiff Hekel oder was? Na, aber was halten Sie davon, Herr Schnäpperle? Schnäpperle das denn? Schnäpperle. Also, ich sag mal so, eure alte Kuh schlägt nochmal gerne das Hals, ja?
Aber das muss dann schon auch passen alles. Was ist das für ein scheiß Sprichwort? Ja, was für ein Sprichwort? Na, eine alte Kuh schleckert auch mal gerne Salz. Ist wahrscheinlich so ein bisschen tasty dann. Voll Teile. Oh. Ich hab keine Ahnung, was mit dem Segelboot zu tun. Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, was der Herr Schnipperle mit der alten Kuh macht. Ja, ich auch nicht. Aber wenn es schon nach Salz schmeckt, soll ich immer aufhören. Oh nee. Naja, egal. Alter, du zirkst mal, Moment. Zusammengefasst, du zirkst da her, hast ein bisschen einen See, hast eine Wasserrutsche, kannst runter zu deinem Bettteil und das Bootteil bauen wir mit dir. Jetzt noch einmal auf Deutsch, bitte. Mei, du gehst mir so auf, sag du Arschgeigensäcker, die. Also, du ziehst ja her, hast ja deinen See, hast deine Wasserrutsche. Ich hab gesagt, nicht das Typ, zeig, was du da redest. Hast deine Wasserrutsche und wir helfen dir beim Boot bauen. Aha. Was hältst du davon? Wie war das vorher mit dem Geld? Die 190! Ich baue scheiß Boot mit dir! Wisst ihr 190 schon noch? Freile? Oh, das gibt uns doch nicht. Nein! Der was soll ich machen? Ey, nix! Das war ja vorher schon geschwätzt. Ich schwätz dir gleich ein Gesicht rein. Unterm Euro darf's kosten, was will. Was? Unterm Euro darf's kosten, was will? Ja, freile. Och, nee. Jetzt musst du dir nur noch die letzten 190 Euro hier geben, ey. Nein, du gibst dem jetzt 2 Euro. Fertig. Ich kann das nicht mehr. So, warten Sie. Aha. Moment. Gehen wir jetzt mal Holz fällen oder wie läuft das da? Ja, wir müssen jetzt dringendst Holz fällen. Super, Günni. Du hast uns dein letztes Geld dahergegeben. Ich wollte heute am Hotdog essen. Du kriegst nichts. Du kriegst auch gleich nichts mehr. Du kriegst überhaupt nichts mehr. Du kriegst nicht wieder irgendwas. Du kriegst überhaupt gar nichts nie wieder in deinem ganzen Leben. Heute hast du mir bestimmt was. Ich kann ihnen mehr nicht geben. Gut, die Hälfte hab ich. Ja, dann kriegst du die andere Hälfte dann noch. Mehr kann ich dir gerade nicht geben. Nee. Dann kann ich euch meinen Wald auch nicht geben. Ich hau dir du kriegst noch 100 extra. Oh, halt die Klappe jetzt. Nein, guck jetzt. Ich schmeiß dein Fahrrad in den See. Nein, hör auf. Das ist mein einzig Stradlrutsch. Ja, nimm den Deal jetzt. Ich hab keinen Viererschein. Nimm den Deal an. Der macht das, nimm den Deal an. Aber der hat doch nicht mehr alle. Nimm die Dinger an. Okay, alles gut. Gut. Runter mit meinem Radlrutsch. Gut. Ich hab dir. Ey, gut noch, ich bin beeindruckt. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Gut durchgesetzt. Gut, alles klar, Herr Schnepperle, dann machen wir das so. Wir müssen weiter, wir haben einen Haufen zu tun. Keine Scheiße. Aha. Keine Scheiße. Ja, was ist mit meinem Betle jetzt? Ja, wir werden anfangen, ihr Boot zu bauen. Wir werden da unten das Holz hinliefern und werden sie dabei unterstützen. Wir halten sie auf jeden Fall auf dem Laufenden. Sie können ja mal runterfahren zur Werft, mit dem Schorschi schon mal ihr Boot bestellen da und dann zimmern wir das Ding hoch. Aha. Ne, oder? Gut. Abgemacht, so machen wir das. Gut, alles klar. Gut, freile. Dann und nicht ein Scheiß Zelt und verpitti bei uns und traut euch. Komm du noch her, du. Was wollt das, hä? Was? Wollt das? Was jetzt? Hä? Oh, jetzt reicht's mal aber, Hanna! Nee, jetzt ist aber gut! Baby, runter! Okay. Baby, geh jetzt in den Traktor! Der Kribbel also, da! Herr cool. Schnepperle, wir hören uns beim Boot bauen! Och, nee, alles klar, ich kann danke! Freile! Tschüss! Tschüssle! Aber einen Bus bauen wir nicht mit dir! So, du baust jetzt gleich mal einen ganz anderen Bus! Fahr jetzt dann auf zum Horst, Jochen! Jürgen! Was? Zum Horst halt! Und wartet gefälligst auf mich, Idioten! Fahr los jetzt, ja! Ich kann nicht mehr! Wen fahren wir jetzt? Ey, das ist voll das Minusgeschäft, ey! Wir müssen mit dem Brunzmann reden! Was ist mit ihm los? Warum verkauft der uns den Wald? Dem der gar nicht gehört? Was ist das denn? Baum! Aua! Och, Scheiße! Leute, ich hab einen Tieflader, ihr Idioten! Hey, du mir scheißegal! Ja, kannst du vielleicht mal den Baum hier wegräumen? Nein! Da drüber! Komm ich hier nicht! Die letzten werden zurückgelassen! Ich komm da nicht drüber! Ja, mir scheißegal! Junge, räum den Baum jetzt hier weg! Oh.
Entschuldigung. Du kommst jetzt zurück, räumst den Baum weg. Ja, jetzt heb doch an. Es geht nicht. Ja doch. Du musst dich kanalisieren. Kanalisier dich. Gehen Sie doch nicht rein. Oh. Hab dort. So. Oh. Alles machst du alleine. So, jetzt aber mal ganz ehrlich. Ja, ich kann auch unehrlich sein, wenn du magst. Ey, sag mal, mit dem Boot da unten, kennst du den Schorschi oder was? Ja, der macht uns einen super Preis. Ja, pass auf. Ist das ein Rap-Song oder was? Geht nicht? Hast du noch nie den Hubschrauber gehört oder was? Nein, ist das das Double Time, wo die Leute immer gesagt haben? Nee, das ist ein Hubschrauber. Achso. Na gut, pass auf. Kannst du, also, du liefern wir da, müssen wir da Holz hinbringen oder was? Ja, wir liefern dem Holz und dann baut er das Boot ein und dann liefern wir noch ein bisschen mehr Holz und dann sind wir da ohne Geld rein. Die macht das. Ne, da bin ich auch mal sehr gespannt. So, ich mach das. Soll ich dir was sagen? Da haben, wir schon mal oben von dem Holz, was wir jetzt hier ernten und alles wieder überhaupt nichts gut gemacht, ey. Ja, hast du mal gesehen, wie viel Holz das ist? Da können wir 30 Boote bauen. Da können wir Flotte herüber und gehen Königsmund segeln. Na, ich hoffe's. Ganz ehrlich, weil wenn wir nicht bald. Nee, weil wenn wir nicht bald. Wenn wir nicht bald ein bisschen was raus. Wie soll ich da hoch? Ja, mir ist scheißegal, ich komm dann auf. Ich fahr außen rum. Nee. Also wenn wir nicht bald, sag ich euch ganz ehrlich, wenn wir nicht bald, und zwar sehr, sehr bald, ja ein bisschen Kohle zusammenkriegen, dann haben wir hier echt ein Problem. Aber ein richtiges Problem haben wir hier. Es kann doch nicht wahr sein. 99 Euro haben wir noch auf dem Konto. 99 Euro. Das war's. Das war's. Das war's. Und wir müssen mit dem Brunsmann reden. Also das ist der absolute Hohn. Also das ist wirklich der absolute Hohn. Und wir brauchen 25.000 für mein Hackschnitzelwerk. Das wird nämlich das erste sein, was ich bauen will. Mein Hackschnitzelwerk. Mein schönes. Das kann doch nicht sein, ey. Ganz ehrlich jetzt mal. Das ist eine Frechheit, das. Die Kosten nützen einen Haufen Geld hier. So. Ich bin hier oben angekommen, ja, am Platz. Ja, vorher, einer lügst du da, kommst du uns. Wir sind gleich schon fertig hier. Soll ich den Tieflader da vorne mit reinbringen, oder was? Ja, gehen wir hier. Nein, lass da hinten stehen. Nein, halt, wir müssen abladen. Jetzt bin ich da. Ja, gib her, wir müssen abladen. Ah, hier ist doch ein guter Holzplatz. Das sieht doch gut aus, ja. Ich finde ja, ich hätte mal den Holzplatz vorbereiten. Ja, und absperren vor allem hier die Straße. Es muss alles abgesperrt werden. Ja, mach mal los. Ich muss runter. Mach auf. Runter, alles lecker. Weg geht's. Danke. Was sind das hier für Flächen? Für... Was denn? Was sind das hier für Felder? Wo? Er hat der Büsche entfernt. Du kennst die gar nicht aus dem Forst, oder? Ich wohnt nicht. Nur Amateure hier. Die Büsche weggedingst, ja. So, siehst du die ganzen Markierten hier? Die Reihe müssen wir runter. Gut, bin dabei. So, warte, hier müssen wir runter. Ach du Scheiße, Alter. Weißt du, wie viel das ist? Ach, das ist nicht viel, Mann. Ey, was macht denn der da oben? Büsche entfernen. Hallo! Sei gerade nicht am Start. Moin. Hallo! Was machen Sie denn Schönes? Oh, bisschen ausprobieren hier. Alter, das ist aber ein Ding, ey. Leck mich am Arsch. Geil. Ja, kannst du mal sehen, oder? Ey, kannst du mal? Wie, du? Ja, mit dem Ding, ja. Kannst du das so mal machen? Ey, das ist ja mal Hammer. Meinst du das gesehen? Ja, weiß ich nicht. Na klar krieg ich das hin. Ich hab schon 7 Wurst im Bergen gehabt. So, warte mal. Mühlen dann versuch mal. Einfach hier rein und dann geht es los, oder was? Ja, einfach da rein, ja. Was machst du denn mit dem Ding hier? Die Büsche weg oder was? Ja, ich hab hier so ein paar kleine, also größere und kleinere Büsche. Ey, Grü, wir bereiten mal den Forstplatz vor, dass wir die Bäume da alle hüben können. Ja. Hast deine Kollegen auch dabei oder was? Ja, die bereiten uns den Forstplatz vor. Das macht ihr sehr gut, sehr, sehr gut. Danke. Ey, ich kann dir was sagen. Horst? Ja? Wir haben? Sagen Sie mal. Ja? Herr Ostdeutschland. Manfred! Ah, Manfred, ja, Entschuldigung. Einfach Manni! Sitzen Sie sich sicher mit Ihren Kollegen da unten?
Das wird sich noch herausstellen. Den Günther kenne ich schon länger. Also ich würde Ihnen mal vorschlagen, da einmal runterzugehen, um mal zu gucken. Ich glaube, das wäre sicher. Nee, die machen da unten den Forstplatz bereit, die vor, wo man quasi alles die Bäume zwischenlagern. Ja, ja, eventuell. Also, ja. Was eventuell? Manni! Sag mir nicht, ihr habt Scheiße gebaut. Nee, ich hoffe, Sie haben eine gute Versicherung. Mit dem X ist die Grenze! Also die weg! X und alles, okay. Was dahinter ist! Jo! Bis zum nächsten, wo der X ist! Okay! Aber macht nicht so viele, dass wir die da erstmal sammeln auf dem Holzplatz und dann gleich abfahren! Okay! Alles klar! Also ganz ehrlich, also das sollten Sie sich mal angucken. Ich sag Ihnen, wie es ist, das Ding ist der Hammer hier. Happy! Das ist gut, wa? Das ist der absolute Hammer! Was ist das? Also, fand ich auch echt top. Das ist der Hammer hart. Was hast du gemacht? Ich hab dich drauf geachtet. Vorsicht. Ist das dein Ernst? Der LKW, der Traktor. Ich hab eine Frage. Ja, bitte. Ich bin doch nicht Wahnsinn. Kann ich den vielleicht mit runternehmen, dass wir den Holzplatz ein bisschen planieren können? Können Sie ruhig machen. Ja? Ich glaube, Sie brauchen den sowieso da unten. Okay, dann fahr ich mal kurz runter. Das ist ja ein Wahnsinnsgerät, ist das. Ich glaube, die brauchen ein bisschen Hilfe. Haben Sie das ausgeliehen? Was? Nee, das ist meins. Ich beeil mich schon. Tja, Hammer ist das ja. Jetzt mal, ich hab einen Bau daneben, Mensch. Ja, Entschuldigung, ich wusste ja nicht, dass man da so einen großen Bagger hier hat. Ja, gut. Aber meine lieben Freunde, sagen, werden wir hier runter gucken und gucken, was diese zwei Helden der Arbeit wieder angestellt haben. Sind wir erstmal raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir gehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hab dich drauf gehalten. Ich wollte keinen abonnieren! In diesem Sinne, lasst das Däumchen da. Schaut bei den anderen vorbei. Tschüss. Tschüss.